Okay, alles klar. Dann willkommen zur neunten Vorlesung Gaben und Logik. Was steht auf dem Programm? Ich will noch mal ein kleines bisschen erinnern, ganz genau, langsam, Schritt für Schritt, damit jetzt wieder alle mitkommen, was mit diesem Prof gemeint war. Und dann möchte ich dort weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich möchte also insbesondere Gödel 1 noch mal gescheit beweisen mit dem Trick von Rosser, um ohne Zusatzannahmen und auch ohne eine krassere Metatheorie das beweisen zu können. Und ich möchte das Diagonalisierungslemma beweisen, was schon mal rechts angeschrieben ist, weil wir das brauchten für Gödel 1 und weil man das braucht für all die anderen Aussagen dieser Art. Und dann will ich auch noch ein kleines Kontrastprogramm zu den Gödelschen Sätzen bieten. Die sind so negativ formuliert. Ja? Man kann nicht, ein System zeigt genau dann seine, wenn ein System konsistent ist, dann zeigt es, dann kann es nicht seine eigene Konsistenz nachweisen und so weiter und so fort. Und wir werden Beispiele noch für Systeme jetzt heute sehen, die vollständig sind. Wo dann also irgendwie mindestens eine der Voraussetzungen von Gödel nicht anwendbar ist. Und wir werden sehen, dass das auch sinnvolle Anwendungen hat. Das wird ein Beispiel aus der Algebra sein. Und ich glaube, das wird ganz witzig. Okay, ich möchte dieses Prof nochmal genauer erklären und dazu ein ganz, ganz extrem einfaches Beispiel. Hier rechts habe ich eine Formel von Hating-Arithmetik hingeschrieben. Man erkennt daran, dass das eine Formel von Hating-Arithmetik ist, dass das n hier nicht ein MathBB-n ist. Das ist kein doppelt gestrichenes n, sondern das ist halt unsere Sorte n für etwas, was natürliche Zahlen sein sollen, aber das weiß die Theorie nicht. Das ist einfach eine Sorte n. Wenn ich diese komische Symbolkombination davor schreibe, dann meine ich, dass diese Formel gilt in dem Modell n zusammen mit den üblichen Operationen auf n, wenn ich ganz normal wäre, sollte ich nicht n schreiben, sondern sowas wie n 0 s plus mal oder sowas, ja? Wobei hier die externen Operationen gemeint sind. Okay, und was ist dann die Bedeutung davon? Die Bedeutung ist, dass diese Formel gilt für den Fall, dass man jetzt statt Groß N wirklich MathBBN schreibt und statt dem Symbol plus wirklich die echte Addition und statt dem Symbol 0 die echte Zahl 0 und so weiter. So kommt dann das da hinten raus, ja? Ich habe bisher meistens darauf verzichtet, diese Schreibweise hier zu verwenden, weil die unterstellt, dass wir halt so eine Menge n haben und die haben wir nur in einer hinreichend starken infinitistischen Metatheorie, zum Beispiel konstruktiver Mengenlehre. Aber die haben wir nicht selbst in Peano-Arithmetik oder so. Gut, jedenfalls, was kann man jetzt machen? Wenn S irgendein formales System ist, wo man sich auf eine Gödel-Nummerierung geeinigt hat und was die Eigenschaft hat, dass bezüglich dieser Gödel-Nummerierung, auf die man sich geeinigt hat, das System rekursiv axiomatisierbar ist. Dann konnten wir dieses Prof definieren. Nochmal ganz kurz die Erinnerung, wie war das Prof definiert? Das war ein neues Prädikat, das war nur eine Abkürzung, die wir eingeführt haben. Und zwar für das da. Es gibt eine Zahl p aus n, sodass Proof pm gleich 1 ist. Proof war diejenige Funktion, die zwei Parameter nimmt. Und für den Fall, dass der erste Parameter eine Kodierung von einem korrekten Beweis von der Formel ist, die durch m kodiert wird, dann soll die Funktion Proof 1 zurückgeben, sonst 0. Wir unterstellen, dass S so beschaffen ist, dass diese Funktion berechenbar ist. Deswegen lässt sie sich in IQ darstellen. Deswegen weiß ich, was damit gemeint ist, obwohl IQ eigentlich kein Funktionssymbol für Proof S hat. Aber ich kann das umschreiben in eine lange, lange Formel mit ganz vielen Quantoren drin. Eine Formel, die dann nur über natürliche Zahlen spricht. So, jetzt haben wir hier eine Formel Phi genommen und sie in diese Häkchen gesetzt. Ergebnis ist die Gödel-Nummer von dieser Formel. Jetzt tun wir davon Unterstrich bilden. Ergebnis ist immer noch die Gödel-Nummer, aber jetzt als Term in der Sprache. Also S von S von S von so viele S, wie die Nummer groß ist. Und dann setzen wir das eben in dieses Prof S ein. Ergebnis ist dann, hier steht einfach eine lange, lange Aussage über natürliche Zahlen. Formuliert in der Sprache von Arithmetik. Die Aussage ist in der Tat garantiert recht lang, also wirklich in Zentimetern gemessen oder so. Denn da fließen ein irgendwo hier die Axiome von S, die Axiome und Regeln von S. Weil die fließen hier mit ein. Weil diese Funktion Proof S muss ja irgendwie prüfen, ob ein Beweis wirklich ein korrekter S-Beweis ist. Und dazu muss S kennen, welche Axiome es gibt.
Wenn das System also viele Axiome hat, dann wird das tendenziell auch eine lange Aussage werden. Gut, jedenfalls also eine lange zahlentheoretische Aussage. Und wenn wir jetzt für all die Quantoren, die da drin vorkommen, die echten natürlichen Zahlen meinen, dann erhalten wir einfach wieder diese Aussage, dass S Phi zeigt. Dass Phi ableitbar ist in S. Also so ist das beschaffen. Und ich habe das letzte Mal nicht so betont, aus folgendem Grund. Also hätte ich auf jeden Fall machen sollen, aber warum habe ich es nicht gemacht? Ja, aus dem Grund wieder, dass in einer schwachen Theorie die Zeile hier keinen Sinn ergibt. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, es gibt nicht die Menge der natürlichen Zahlen in einer zu schwachen Theorie. Zweitens, was meine ich denn mit S kann Phi ableiten? Also wenn ich in einer schwachen Theorie bin, dann kann ich damit nur das da meinen, nur Prof S von Phi meinen. Denn eine schwache Theorie kann nur über natürliche Zahlen reden und nicht über Bäume oder Listen oder Paare oder sowas. Ja, das heißt, immer wenn ich in einer schwachen Theorie arbeiten wollte, habe ich zwar das geschrieben, aber immer das gedacht. Aber jetzt wollte ich mal explizit sagen, okay, wenn wir in einer starken Metatheorie arbeiten, wenn wir in ZFC arbeiten oder sowas, dann können wir das unabhängig von allen berechenbaren Funktionen und so definieren. Einfach sagen halt, wann was ein Beweisbaum ist und so weiter, dann können wir das definieren und dann stellt sich diese Äquivalenz heraus. Gibt es Fragen dazu? Okay, sonst schauen wir uns jetzt mal an, wie es weitergeht. Wir haben letztes Mal Gödel 1 bewiesen, allerdings nicht vollständig. Das wird ein Missstand sein, den wir jetzt gleich korrigieren. Aus dem korrekt bewiesenen Teil von Gödel 1 damals haben wir Gödel 2 gefolgert, übrigens über ein recht interessantes Beweisprinzip, nämlich wir haben nochmal zusammengefasst, was wir schon wussten von Gödel 1, haben uns daran erinnert, dass wir das ja nicht nur wussten von irgendwoher, sondern dass wir einen Beweis dafür gesehen haben. Und haben dann ein bisschen mit den Händen gewackelt und haben gesagt, na gut, der Beweis, den wir da gesehen haben, der an der Tafel geführt war, auf Deutsch, der ließe sich formalisieren innerhalb von S. Und dann brauchte man noch einen ganz, ganz kleinen Zusatzschritt, der völlig trivial ist, und dann kam sofort Gödel 2 raus. Dieses Vorgehen, um das besser zu illustrieren, werden wir heute nochmal machen, indem wir etwas beweisen, was ich persönlich Gödel 3 nenne, aber was sonst keinen bestimmten Namen hat. Wir werden sagen, oh, wir haben doch Gödel 2 gesehen und wir haben doch auch einen Beweis für Gödel 2 gesehen. Deswegen können wir Gödel 2 in S internalisieren. Und dann wird sofort die Aussage von Gödel 3 folgen. Die wird also aussagen, dass Con S eine derjenigen Aussagen ist, die äquivalent zur Behauptung ist, dass sie selbst nicht beweisbar sind. So eine Formel haben wir auch verwendet, um Gödel 1 zu beweisen. Nur damals haben wir uns sie abstrakt geben lassen über das Diagonalisierungslemma, was wir jetzt beweisen. Und die war diese Formel Gamma, die dann also damals rauskam, die war konstruiert, um genau ihren Zweck zu erfüllen. Dagegen Con S, das ist eine sinnvolle mathematische Aussage. Das ist halt die Aussage, dass S konsistent ist. So wie irgendein Ring der Nullring sein kann oder sowas, ja, kann ein formales System konsistent sein oder nicht. Und ich ziehe mir einen Intuitionismuspunkt ab. Und Con S ist also irgendeine Aussage über natürliche Zahlen. Sie drückt auch, dass S konsistent ist und es stellt sich raus, S kann zeigen, dass Con S eine Aussage derart ist, dass sie ihre eigene Unbeweisbarkeit behauptet. Gut, lass uns loslegen mit dem Beweis vom Diagonalisierungslemma. Hier schon mal angeschrieben. Sei S ein formales System, das IQ umfasst. Keinerlei Gödel-Nummerierung nötig. Sei Phi eine Formel von S mit irgendwelchen freien Variablen und dann noch einer besonderen freien Variable der Sorte N. Behauptung, dann gibt es eine Formel Psi, die auch noch diese freien Variablen hier hat, aber nicht mehr das N, sodass Psi äquivalent ist zu was? Zu dem Ausdruck hier hinten. Was bedeutet der nochmal? Das bedeutet, wir nehmen die Formel Phi, bestimmen deren Gödelnummer. Jetzt sehe ich, wir brauchen doch eine Gödelnummerierung. Ich schreibe es gleich dazu. Setzen dann in der Formel Phi, wo ja noch eine freie Variable N vorkommt, eben für N diesen Term ein und dann soll das äquivalent sein. Sei S ein formales System, das IQ umfasst, sei eine adäquate Gödelnummerierung von S fixiert. Was meine ich mit adäquat? Damit meine ich, dass so syntaktische Operationen auf Formeln
zu berechenbaren Funktionen auf Gödel-Nummern führen. Zum Beispiel eine syntaktische Operation auf Formeln wäre es, zwei Formeln mit einem und zu verbinden. Ich will entsprechend auch, dass die Funktion von n² nach n, welche die Gödel-Nummern von zwei Formeln nimmt und die Gödel-Nummer der Konjunktion der beiden Formeln zurückgibt, dass die berechenbar ist. Also was, ja? Wir werden ganz genau sehen, wo das eingeht. Wenn ihr für Phi sowas macht wie nicht beweisbar n, dann könnt ihr das Degeneralisierungslemma verwenden, um Aussagen zu konstruieren, die ihre eigene Unbeweisbarkeit beweisen. Wenn ihr für Phi sowas wählt wie proof von n, beweisbar n, dann könnt ihr Aussagen konstruieren, die ihre eigene Beweisbarkeit beweisen. Wenn ihr für Phi sowas nimmt wie true von n, wobei true von n ein hypothetisches Prädikat ist, was aussagt, dass die Formel, die durch n kodiert ist, wahr ist, dann könnt ihr damit eine Formel konstruieren, die ihre eigene Wahrheit bezeugt. Und so weiter. Ihr könnt immer jede Selbstbezüglichkeit auflösen durch das Diagonalisierungslemma. Okay. Wir definieren eine kurze Funktion. Die heißt Diag von n nach n und sie hat folgenden Funktionsterm. Also es könnte sein, dass m die Gödel-Nummer von einer Formel ist, welche eine freie Variable n enthält. Falls m die Kodierung, die Gödel-Kodierung einer Formel Beta mit freier Variable n der Sorte n ist. Das könnte sein, ja? In diesem Fall soll Diag folgendes zurückgeben. Die Gödel-Nummer von was? Von der Formel Beta, wobei man aber für die freie Variable n, die es in Beta gibt, m eingesetzt hat. Also für den Fall, dass m die Kodierung einer Formel Beta ist, wo eine freie Variable n vorkommt und vielleicht noch andere freie Variablen, dann soll das Ergebnis die Gödel-Nummer von derjenigen Formel sein, die man bekommt, wenn man in Beta jedes Vorkommen von n durch den Term, der zu m gehört, ersetzt. Und sonst soll 0 rauskommen. Oder die Zahl aus Star Trek. Ist egal. Nach unseren Voraussetzungen ist die Funktion Diag berechenbar. Ich würde so weit gehen und sagen, dass sie primitiv rekursiv ist. Ich brauche nicht ganz allgemeine Rekursion, ich brauche nicht Wildschleifen, von deren Ende ich nicht einsehe, ist genügend Vorschleifen, um das umzusetzen. Nach unseren Voraussetzungen ist Diag berechenbar und daher durch eine Formel, ich nenne die jetzt mal Groß-Diag, von IQ in IQ darstellbar. Also nach unseren Voraussetzungen, was meine ich damit? Da meine ich, dass die Gödel-Nummerierung, die wir gewählt haben, adäquat ist. Dass es eben der Fall ist, dass sowas wie eine Prüfung, ob etwas eine korrekte Kodierung von einer Formel ist, oder Einsetzen, dass das berechenbare Operationen sind. Auf jeden Fall erfüllt für jedes gängige formale System. So, und jetzt sind wir in drei Zeilen fertig mit dem Beweis des Diagonalisierungslemmas. Wir setzen noch eine Hilfsformel. Das ist nicht die Formel Psi, deren Existenz wir versuchen zu beweisen. Das ist noch eine Hilfsformel. Nämlich, wir nehmen Phi. In Phi kommt ja eine freie Variable n vor. Und statt dieser freien Variable n schreiben wir Diag von n.
Dann weißt du genau, ob ihr mittlerweile da fit genug seid, dass ihr diesen App Use of Notation unkommentiert akzeptiert. Diag ist eigentlich kein Funktionssymbol von IQ. Darf ich also nicht schreiben. Aber ich kann das umformulieren. Ich schreibe es hier nochmal umformuliert hin. Ja? Das heißt, es gibt ein Y aus N, sodass Diag gilt, wenn man für x in der Formel Diag N einsetzt und für y einsetzt. Meinetwegen schreibe ich es ganz explizit hin. Und sodass Phi gilt, wobei man y für n eingesetzt hat. Ich will hier unterstellen, dass Diag die freien Variablen x und y hat. So wie wir es immer hatten im Kapitel über Berechenbarkeit. Also Alpha ist immer noch eine Formel in einer freien Variable n. Nur kommt die halt jetzt dort ein bisschen verschachtelt unter der Diag-Funktion vor. Okay. Und jetzt können wir Psi definieren und dann sind wir fertig. Nämlich Psi definieren wir wie folgt. Wir nehmen Alpha. So. Und in Alpha kommt ja eine freie Variable n vor. Die ersetzen wir durch etwas. Und zwar ersetzen wir sie durch die Gödelnummer von Alpha. Ihr seht, das ist alles sehr meta, sehr zirkulär. Aber auf eine gute Art und Weise. So, was gilt dann? Es gilt dann die Behauptung. Rechnen wir das nach. Also Psi ist beweisbar äquivalent in dem Kontext derjenigen Variablen, die noch vorhanden sind in Psi. Das sind nämlich die x, die wir die ganze Zeit einfach unverändert durchschleifen. Gut, ist äquivalent zu dem, was da steht. Und das können wir ja fertig ausrechnen, weil Alpha eine Zeile drüber definiert war. Ja? Alpha war so, dass man Phi nimmt und dann für n Diag von n einsetzt. Und jetzt haben wir für das n aber das dann gesetzt. Insgesamt haben wir also Phi von der Gödelnummer von Phi von Diag von Alpha. So. Ich habe nur die beiden Sachen kombiniert. Gut. Und jetzt kurze Überlegung. Was ist denn diese Zahl hier? Was kommt hier raus? Also was passiert, wenn man in die Diag-Funktion, sie ist rechts angegeben, für ihr Argument, was dort m hieß, die Gödelnummer von Alpha einsetzt? Und dann kommt die Gödel, dann wird kurz geprüft, ob das eingesetzte Argument wirklich die Gödel-Kodierung von einer Formel mit einer freien Variable n ist. Ist der Fall. Alpha hat eine freie Variable n. Und was wird dann zurückgegeben? Es wird die Gödel-Kodierung von derjenigen Formel zurückgegeben, die man erhält, wenn man in der Formel, um die es geht, Alpha, für alle Vorkommen von n die Gödelnummer einsetzt, um die es gerade geht. Das heißt, hier kommt raus Psi, die Gödelnummer von Psi. Also ist das beweisbar äquivalent zu Phi von dem da eingesetzt werden. Ich sollte das ein bisschen anders schreiben. Ich vermische gerade so ein bisschen Diag als Funktion versus Diag ist nicht wirklich eine Funktion, Diag kann ich nur kodieren als Relation. Lasst mich die Begründung nochmal neu schreiben, lasst sie mich hier dazu schreiben und ohne Unterstriche einfach notieren, Diag von der Zahl Gödel Alpha ist Gödel Psi. Das ist eine Aussage über einen konkreten endlichen Funktionswert von Diag. Und zur Definition der Darstellbarkeit von einer berechenbaren Funktion in IQ hat gehört, dass IQ auch wirklich nachweisen kann für jeden endlichen Funktionswert, dass das Ergebnis das ist, was er nun mal aus externer Sicht ist. Wir haben gesagt, S umfasst IQ, deswegen kann S diesen Schritt hier mitmachen. Und
Damit sind wir fertig. Ihr könnt darüber kurz nachdenken. Ich schreibe einen sehr, sehr langen, verklausulierten deutschen Satz an. Manchmal ist es gut, praktische Notation zu haben. Ich lese es einmal vor. Also die Formel Psi, das war unsere Formel, die wir zu finden hatten, besagt auf Deutsch: Phi gilt für die Gödelnummer derjenigen Formel, die man erhält, wenn man in der Formel, Anführungszeichen auf, Phi gilt für die Gödelnummer derjenigen Formel, die man erhält, wenn man in der durch n kodierten Formel die freie Variable durch n ersetzt, Anführungszeichen zu, die freie Variable durch die Gödelnummer dieser Formel ersetzt. Okay, und das ist also ein Trick, den man auch einfach im Deutschen durchführen kann, um Selbstbezüglichkeit zu vermeiden. Wir wollten eigentlich eine Formel haben, die sagt, auf mich trifft Phi zu. Psi besagt anschaulich, auf mich trifft Phi zu. Nur auf mich, das kann ich nicht direkt formalisieren in Hitting Arithmetik. Es gibt keine Konstante für mich oder sowas. Ja? Aber durch diesen Trick hier, den wir da oben formal umgesetzt haben, können wir erreichen, dass es nicht mehr eine Aussage ist, wo irgendwie auf mich vorkommt oder sowas. Jetzt ist es einfach eine Aussage über irgendeine Zeichenkette. Wenn man in der und der Zeichenkette dies und jenes ersetzt und macht, dann halt das und jenes. Das ist eine Aussage, völlig legitime Aussage über Zeichenketten. Also das war schon der Beweis vom Diagonalisierungslemma. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Der nächste Schritt ist sonst, dass wir Gödel 1 nochmal so beweisen, dass wir keine weiteren Annahmen brauchen. Also wenn irgendwas unklar ist, dann nachhaken.
Der Beweis ist kurz, aber er hat es trotzdem irgendwie in sich, ne? Weil er es irgendwie schafft, plötzlich einen Fixpunkt von Phi zu konstruieren. Ein Fixpunkt bis auf beweisbare Äquivalenz. Und das irgendwie mit, es scheint irgendwie gemogelt, ja? Es scheint zu einfach zu sein. Wir haben nur so eine Funktion dia konstruiert, beobachtet, dass sie berechenbar ist und dann ein paar Definitionen getroffen und dann waren wir fertig. Aber so ist das halt immer bei diesen Fixpunkt-Aussagen. Ne? Übungsaufgabe, findet heraus, arbeitet heraus, in welchem Sinne der Beweis von diesem Theorem genau derselbe Beweis ist wie immer. Also genau derselbe Beweis, wie dass das Halteproblem unentscheidbar ist und genau derselbe Beweis, wie dass die Potenzmenge eine größere Mächtigkeit hat als die Menge selbst. Okay, ich habe Lust, Gödel 1 zu beweisen, diesmal ohne extra Annahmen, völlig konstruktiv, nicht infinitistisch, rein syntaktisch. Gödel 1 hat das hier behauptet. Das ist auch genau die Aussage. Ich schreibe die jetzt nicht nochmal ab. Hier steht sie. Und wir wollen sie beweisen. Wir haben das letztes Mal damit gemacht, indem wir mit Hilfe des Diagnosierungslemmas uns eine Formel Gamma herbeigezaubert haben, die ausdrückt, ich bin nicht beweisbar. Und damit konnten wir einen Teil davon wunderbar erledigen, den anderen nicht. Jetzt zaubern wir uns eine andere Formel her mit dem Diagonalisierungslemma und damit wird dann beides gehen. Das ist, wie gesagt, eine Verallgemeinerung, Verbesserung des Beweises, die Rossa gefunden hat. Also Theorem Gödel 1. Beweis. Nach dem Diagonalisierungslemma. Das ist das, was wir gerade eben bewiesen haben. Gibt es eine Formel Rho, Rho wie Rossa, von IQ mit der Eigenschaft, dass IQ zeigt, dass Rho äquivalent ist zu Prof S oben R für Rossa von der Gödelnummer von Rho. So, was ist jetzt dieses neue Prädikat mit dem oben R? Das fängt genauso an wie das alte Prädikat, nämlich mit der Behauptung, dass ein P existiert, so dass P ein valider Beweis von M ist. Von der Formel ist, die durch M kodiert wird. Und so, dass auch überhaupt M eine valide Formel ist. Beim normalen Beweisbarkeitsprädikat wäre jetzt die Klammer zugegangen und die Definition wäre fertig gewesen. Aber hier kommt noch was dazu. Nämlich, außerdem ist gefordert, dass für alle Zahlen Q Folgendes gilt. Sollte Q kleiner oder gleich P sein, dann ist Q kein Beweis von etwas Verwandtem von M, nämlich etwas, was ich Neg für Negation von M nenne. So, was ist Neg? Neg selbst ist eine Funktion von n nach n. Und welche Eigenschaft hat die? Die hat die Eigenschaft, dass wenn man die Gödel-Kodierung von irgendeiner Formel Alpha ist wieder frei, einsetzt, dass dann die Gödel-Kodierung von Nicht-Alpha, von der Negation von Alpha rauskommt. Unter unseren Voraussetzungen an Adäquatheit ist das eine berechenbare Funktion, daher darstellbar in IQ, daher weiß ich, was ich damit meine. Okay, und ich habe hier nicht vergessen. Also was drückt es aus, wenn man sagt, Prof. SR von der Gödelnummer von irgendeiner Formel Phi stimmt?
Dann drückt man aus, phi ist beweisbar durch irgendeinen Beweis p. Und es gibt keinen kleineren Beweis der Negation von phi. Kleiner im Sinne einfach von die Gödel-Nummer ist zufälligerweise kleiner. Wenn wir mal kurz annehmen, dass das System, um das es geht, konsistent ist, dann erfüllen genau dieselben Zahlen zum einen dieses Prädikat, was wir jetzt definiert haben, und dann das normale Beweisbarkeitsprädikat, was, wie gesagt, hier Klammer zu macht und dann aufhört. Denn wenn S konsistent ist, dann kann es ja nicht sein, dass es einen Beweis gibt von M und gleichzeitig, egal ob mit einer größeren oder kleineren Nummer, einen Beweis von der Negation von M. Das heißt, wenn man weiß über irgendein P, dass Proof P von M gleich 1 ist und eben das System konsistent ist, dann weiß man schon, dass der Hintersatz hier, das Ganze, was jetzt eine neue Ergänzung ist, dass das auch automatisch erfüllt sein wird. Natürlich werden alle anderen Zahlen keinesfalls Gödel-Kodierungen von korrekten Beweisen der Negation von M sein. Okay, einen Satz noch. Also, wenn S konsistent ist, dann ist dieses Prädikat und das normale Beweisbarkeitstheorie aus externer Sicht gleichwertig. Das weiß aber die Theorie nicht. Die Theorie kann ja auch nicht so ohne weiteres ihre Konsistenz zeigen. Das kann sie genau dann, wenn sie inkonsistent ist. Ja? Also aus der Sicht der Theorie macht es durchaus einen Unterschied, ob wir hier aufhören oder noch diesen Zusatz dazu schreiben. Und wie sich das bemerkbar macht, werden wir gleich sehen, wenn wir damit eben den Beweis führen. Bitte? Ja, richtig. Genau. Und hier fehlt noch ein S. Und genau. So. Danke, genau. Also die Funktion, die einschätzt, ob eine Zahl ein valider Beweis von der Formel ist, die durch das Start-Argument kodiert wird, die gibt nicht 1 zurück, sondern 0. Statt nicht gleich 1 hätte ich auch gleich 0 schreiben können mit unseren Konditionen. Gut. Wir zeigen jetzt falls S rot zeigt, dann zeigt S auch bottom. Danach werden wir zeigen, dass falls S nicht rot zeigt, dann zeigt S auch bottom. Damit ist dann Gödel 1 fertig, weil nach Voraussetzung ist das System vollständig. Das heißt, das System zeigt roh oder nicht roh. In beiden Fällen folgt, dass es inkonsistent ist, weil es bottom nachweist. Gut. Also machen wir das. Gelte, dass es roh zeigt. Dann können wir nachweisen, dass es auch Prof SR von der Gödel-Nummer von Rho zeigt. Warum? Das ist jetzt ein Einschub, der hier kommt. Und dann machen wir da auf der Hauptebene weiter. Wie können wir das zeigen? Also sei P die Gödel-Nummer eines S-Beweises von Phi. Nach Voraussetzung gibt es irgendeinen S-Beweis, von Rho. Weil es einen S-Beweis von Rho gibt, können wir diesen Beweis nehmen, hat dann irgendeine Gödel-Nummer. Was wissen wir dann? Dann wissen wir, dass die Proof-Funktion, die also prüft, ob ein angeblicher Beweis ein korrekter ist, angewendet auf das P und die Gödel-Nummer von Rho, dass die 1 zurückgibt. Und IQ ist mächtig genug, insbesondere S, ist mächtig genug, um das einzusehen, dass dann auch wirklich da eins rauskommt. Das gehört zur Definition der Darstellbarkeit. Ja? Somit zeigt IQ Proof S von P, jetzt aber unterstrichen, und hier die Gödel-Nummer von Rho auch unterstrichen, gleich 1. Wenn ihr sehr genau seid, müsst ihr übrigens die Zahl 1 auch unterstreichen. Denn in IQ gibt es keine Konstante für 1, es gibt nur S von 0. Und das ist gemeint, wenn man 1 hinschreibt. So,
Wunderbar, damit haben wir ja schon mal den ersten Teil gezeigt, ne? Wir müssen ja nachweisen, dass S glaubt, dass es ein P gibt, sodass das gilt und das. Und zumindest haben wir jetzt einen Anwärter für das P. Jetzt beweisen wir das, was hier steht, erstmal extern. Okay? Für echte natürliche Zahlen. Q aus MathBBN. Entweder existiert ein Q kleiner gleich P, das ist hier ein Beweis auf Metaniveau, mit Proof von Q, Gödelnummer von nicht Rho, das ist dasselbe wie Neg von der Gödelnummer von Rho, gleich 1. Entweder existiert so ein Q oder nicht. Das ist eine Anwendung von Lem. In klassischer Logik müsste ich diese Zeile nicht begründen. Wir wollen aber eine konstruktive Metatheorie fahren, deswegen muss ich schnell begründen, ist aber auch kein Problem. Und zwar, wir wissen, für jede einzelne Zahl Q ist das da 1 oder 0. Hier gibt es endlich viele Zahlen zu untersuchen. Für jede dieser Zahlen weiß ich, entweder kam da 1 raus oder 0. Und jetzt ziehe ich halt ein Fazit nach meiner endlichen Untersuchung. Schau, ob da irgendwo mindestens einmal eine 1 vorkam. Oder ob es immer Nullen waren. So kann ich diese Fallunterscheidung auch in der konstruktiven Metatheorie durchführen. Offiziell ist das ein Induktionsbeweis über P, der hier gerade verkappt durchgeführt wurde. Versuchen wir, das auszunutzen. Im ersten Fall gilt also, dass S die Negation von Rho nachweist. Weil wir ja einen Beweis gefunden haben von nicht Rho. So, gleichzeitig gilt ja aber, dass S Rho zeigt. Deswegen folgt, dass S Bottom nachweist. Und so wie ich das Argument aufgezogen habe, bin ich jetzt gezwungen weiterzuschreiben, dass S daher dieses Prof SR nachweist. Ja, weil aus Bottom alles wird. Im zweiten Fall folgt, dass S Folgendes nachweist. Also ich behaupte genau das, was wir jetzt extern wissen im zweiten Fall, dass nämlich für alle Zahlen q kleiner gleich p, dass da nicht 1 gibt. Ich behaupte, das weiß jetzt auch S zu beweisen. Warum ist das so? Da geht ein Lemma ein. Und das Lemma lautet, dass S Folgendes zeigt, und IQ zeigt das auch schon. IQ zeigt Folgendes. Für alle W, wenn W kleiner gleich Z ist, dann soll irgendeine Formel Alpha folgen. Eine Formel Alpha, in der eine freie Variable W vorkommt. Das da ist äquivalent, und IQ zeigt, dass das äquivalent ist, zu Folgendem. Alpha, wobei man 0 eingesetzt hat für W, und Alpha, wobei man 1 eingesetzt hat für W, und so weiter, bis Alpha, so dass man Z eingesetzt hat für W. Z ist hierbei eine externe natürliche Zahl. Also IQ zeigt das da. Für jede Zahl Z aus N. Denkt dran, IQ hat keine Induktion. Also ganz sicher kann ich das nicht intern mit Induktion beweisen.
aber ich kann für jede feste externe Zahl z jeweils einmal das da beweisen. Das heißt also, für Zahlen kleiner gleich einem Numeral gibt es keinen Unterschied zwischen der internen Allkodierung, Allaussage und einfach der Konjunktion von ganz vielen Formeln. Das Punkt pro Punkt ist auf Metaniveau. Wie kann ich das zeigen? Das kann ich zeigen mit externer Induktion über z. Wobei der Basisfall, Gesundheit, z gleich 0 trivial ist. Und dann muss ich mich halt hocharbeiten. Schöne Übungsaufgabe, da kann man genau sehen, wo die Axiome von IQ eingehen. IQ ist gerade noch mächtig genug, um das zu zeigen. Okay, jedenfalls also ist die Aussage, die wir eigentlich zeigen müssen, dass also hier für alle Q aus N, bla bla bla, ist äquivalent zu dieser langen Konjunktion. Und jeder dieser einzelnen Teile, also bei uns jeweils das da für jede konkrete Zahl Q kleiner gleich P, können wir nachweisen, denn wir wissen, dass da nicht 1 rauskommt, wir wissen, da kommt 0 raus und wir wissen, IQ ist stark genug, um das auch nachzuweisen. Also im zweiten Fall folgt eben das da, was hier steht, und somit zeigt es das, was es angeblich zeigt, nämlich Prof. SR von der Gödel-Nummer von Rohr. Ich ergänze mal noch eine Zeile, wieder auf dem Einrückungsniveau, damit wir das, diesen Fall nämlich schnell abgehandelt haben, könnt ihr eure Fragen dazu stellen. Wir wissen jetzt also, S zeigt das da, S zeigt aber auch Rho, und Rho ist äquivalent zur Negation von diesem Prof. R. Insgesamt zeigt daher S bottom. Oh, damit haben wir den ersten Teil nämlich abgeschlossen. Das war der Teil, den wir letztes Mal auch hinbekommen hatten, für ein einfacheres, für eine einfache Formel. Einfach für die Formel Gamma, die behauptet hatte, ich bin nicht beweisbar. Wir haben das jetzt wieder hinbekommen für eine kompliziertere Formel, für die Formel Rho, welche besagt, ich bin beweisbar durch irgendeinen Beweis P und kein Q kleiner gleich P ist ein valider Beweis von meiner Negation. Ich finde hier diesen Wechsel zwischen externem und internen Erkenntnissen ganz interessant. Möglicherweise habt ihr Fragen dazu. Sonst lasst uns den zweiten Teil machen. Der funktioniert so ähnlich. Manches davon werde ich abkürzen, anderes nicht. Und dann geben sich dann vielleicht mal Fragen. Also wir zeigen jetzt, wenn es die Negation von Rho nachweist, in dem Fall weist es auch bottom nach. Angenommen, es weist die Negation von Rho nach. Gut. Dann könnten wir über so einen eingerückten Monolog wie hier Folgendes beweisen.
Ich muss dann wieder 1 dazu schreiben, ne? Ist gleich 1 und hier eigentlich auch. Das ist nicht so üblich, da immer die ist gleich 1 dazu zu schreiben. Man lässt die auch gerne weg und versteht das dann also als Relationssymbol statt als Funktionssymbol. Also wenn S wirklich nicht rot zeigt, dann können wir Folgendes nachweisen, wobei das auch gar nichts besonders von roh ist. Das wäre bei jeder anderen Formel, wo S die Negation von zeigt, genauso. S kann dann zeigen, dass es wirklich eine Zahl a gibt, sodass a ein korrekter Beweis von nicht roh ist und sodass für alle Zahlen, die kleiner gleich a sind, gilt, dass eben dieses b kein korrekter Beweis von roh selbst ist. Das geht ganz analog wie rechts. Es geht nicht genau gleich wie rechts. Wenn wir den Beweis von rechts genau abschreiben, nur überall, wo hier roh stand, nicht roh nehmen, dann stünde hier zum Schluss hinten nicht nicht roh. Und das ist ja nicht dieselbe Aussage wie roh. Auch bei klassischen Systemen ist es nicht dieselbe Aussage. Es ist eine dazu äquivalente Aussage. Ja? Und hier ist es schon wichtig mit den Zahlen, dass man da aufpasst. Also vielleicht ist der Beweis, der dann zeigt, dass nicht nicht roh äquivalent zu roh ist, vielleicht erhöht er die Nummer so weit, dass sie nicht mehr kleiner gleich wie a ist. Deswegen muss man das hier schon nochmal per Hand machen. Aber es geht eben ganz genauso. Gut. Und jetzt zeigen wir Folgendes. Ich will mir erlauben, kurz einen Namen noch einzuführen. Nämlich sei a die Gödelnummer eines S-Beweises von nicht roh. Den gibt es ja nach Voraussetzung. Wir sind in diesem Fall hier. Und jetzt möchte ich nachweisen, dass dann S nachweist, das da. Möchte genau das Gegenteil nachweisen von gerade eben. Das ist kein Widerspruch, wir sind ja auch in einem anderen Fall. So, wie machen wir das jetzt? Also ich will nachweisen, dass S etwas beweist. Deswegen muss ich eigentlich einen Beweis beim Mann geben. Darauf habe ich keine Lust. Deswegen werde ich weiterhin auf Deutsch einen Beweis führen und erwarte quasi, dass der Leser sich überlegt, wie man den übersetzen kann zu einem ganz formalen Beweis in S. Deswegen gehen jetzt die Anführungszeichen auf. Die meinen, übersetzt das Deutsch, was kommt, in den formalen Beweis. Ansonsten aber kein Problem, ich werde halt jetzt das da nachweisen. Wie weise ich eine Negation nach? Angenommen nicht. Ne? Also angenommen, das da gilt. Profis R von O. Zu zeigen, bottom. Okay, wenn Prof. SR von dem da gilt, dann stimmt also aus interner Sicht das, was hier steht. Das heißt, dann gibt es so ein P mit diesem ganzen Zeugs. Ja? Schreibe ich nicht nochmal ab, ich sage nur Folgendes. Dann gibt es P aus N mit bla 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 bla. Ich beziehe mich hierauf und überall, wo hier M stand, meine ich das, was hier eingesetzt war, also der Term, der zur Gödelnummer von Rho gehört. Und jetzt sind es noch 2 Zeilen und dann folgt ein Widerspruch, intern in der Theorie. Und zwar wissen wir doch das. A kodiert einen korrekten Beweis von nicht roh. Wir wissen aber, jeder korrekte Beweis von nicht roh kann als Gödelnummer nicht eine Zahl kleiner gleich p haben. Wir nehmen ja an, dass Profis R von roh stimmt. Das heißt, wir wissen, diese Gödelzahl, die da vorkommt, das A, ist mehr als das p. Kleiner gleich p kann es nicht sein, das ist ausgeschlossen, nach Voraussetzung. Jetzt machen wir das Spielchen andersrum.
Wir wissen, ja das da. Es gibt ein P, so dass P ein Beweis von Rho ist und für alle Q kleiner gleich P, das nicht gilt. Gut. Jetzt schauen wir uns mal das da oben an. Ich merke gerade, ich hätte das ein Stückchen besser formulieren sollen. Also nicht tragisch, aber weil ich weiß nicht, dass dieses A dasselbe ist wie das A unterstrichen, aus interner Sicht. Deswegen beweise ich das ein kleines bisschen anders. Ich nehme diese Floskel hier und setze die schon hier hin. Kann ich machen, ne? Weil wenn das gilt, dann gibt es eine Nullnummer. Und jetzt beweise ich nicht aus interner Sicht, dass es irgendein A gibt, sondern dass das genau schon für dieses gilt. Okay? So, dann folgt nämlich unser gewünschter Widerspruch. Wir sehen hier, für dieses A unterstrichen ist es so, immer wenn wir einen Beweis haben von Rho, dann muss dessen Gödelnummer mehr als A unterstrichen sein. Hier haben wir einen Beweis von Rho, nämlich P. Also muss P mehr sein als A unterstrichen. Diese beiden Ungleichungen widersprechen sich. Das heißt, innerhalb der Theorie haben wir jetzt Bottom nachgewiesen. Und das hat zu zeigen, weil wir einen Widerspruchsbeweis führen wollten. Interpretations-Anführungszeichen zu. So, und jetzt sind es nochmal genau nur eine Zeile, wie gerade eben auch. Wir haben ja doch jetzt nachgewiesen, dass S das da zeigt. Also zeigt S Rho. Denn das da ist ja äquivalent zu Rho, steht da oben. Das weiß IQ, insbesondere weiß es S. Okay, und jetzt haben wir also in diesem Fall, dass S nicht Rho nachweist. Andererseits weist S Rho nach, also weist S Bottom nach. Und damit sind wir fertig mit dem Beweis, mit dem korrekten, vollständigen Beweis ohne Zusatzhypothesen von Gödel 1. Ja, wenn das System vollständig ist, dann tritt einer der beiden Fälle ein. Bei beiden haben wir gesehen, dass S dann inkonsistent ist. Genau, also hier verwenden wir, dass kleiner gleich eine totale Relation ist. Ich glaube nicht, dass wir wirklich das verwenden. Das größere Zeichen gibt es eigentlich in IQ nicht. Das ist kurzerweise für eine Definition, die schon zweimal nachgefragt wurde. Das war sowas wie x ist kleiner gleich y oder wir brauchen es für x kleiner y. Das war definiert als, dass es ein w gibt, sodass s von w plus x gleich y ist. Jedenfalls fragst du mit Hilfe von dieser Definition, stimmt es wirklich, dass S, nicht IQ, dass S nachweist, dass die beiden Sachen gemeinsam Widerspruch implizieren? Und die Antwort ist ja, das stimmt. Und woher weiß ich, dass S das tut? Weil IQ es schon tut. Über S weiß ich ja sonst gar nichts. Ich weiß nur so ein paar Metaeigenschaften, dass ich eine Möglichkeit habe, Gödelnummern zu verteilen und so. Aber was S wirklich beweist, darüber weiß ich ja gar nichts, außer dass S IQ umfasst.
Genau, deswegen müssen die beiden Sachen schon in IQ einen Widerspruch erzwingen. Und das ist auch in der Tat der Fall. Kannst du zeigen. Da geht sowas ein, wie das auch in IQ, dass wir auch in IQ das Axiom haben, dass die Zahl 0 kein Nachfolger von etwas ist. Darauf kocht sich das runter. Und es ist ein bisschen subtil, ob man, wie man, in welcher Reihenfolge man die beiden Sachen hinschreibt, weil IQ zeigt nicht die Kommutativität der Addition. Das macht a priori einen Unterschied. Macht übrigens in Wahrheit doch keinen Unterschied, aber mit der reinen Definition ist der Beweis ein Stückchen einfacher. Also, das war Gödel 1. Bitte. Die da? Ja, ich kann die gerne nochmal erklären. Also, wir wissen, weil wir eben das annehmen, um einen Widerspruch zu zeigen, wir wissen, dass es ein P gibt, sodass Proof P von Rho 1 ist und für jede Zahl Q es stimmt, dass wenn Q kleiner gleich P sein sollte, dass dann Proof Q von nicht Rho 0 ist. So, nun wissen wir, Proof A von nicht Rho ist 1. Also kann A keine der Zahlen sein, die kleiner gleich P sind. Sonst stünde hier nämlich eine 0. Somit ist A eine der Zahlen, die echt mehr als P ist. Ja. Hier noch nicht ganz nur von A die Gödel Nummer 1 des Beweises Ja. von nicht Rho Ja. dann schon auf S zeigt, Punkt, Ja. Punkt, Punkt. Das, Die erste Sache ist dann klar, dass es einen Beweis geben muss. ja, oder das sagen wir so, dass S auch einsieht, dass A wirklich ein Beweis davon ist. Ja. Die zweite Sache aber nicht. Genau, die zweite Sache. Also warum zeigt S wirklich das da? Das geht so ähnlich wie hier. Also wir zeigen zunächst extern, dass für jede natürliche Zahl b kleiner gleich wie die natürliche Zahl a, die jetzt eben gegeben ist, zeigen wir jeweils, dass entweder diese Prüffunktion 0 zurückgibt oder dass S sowieso schon bottom zeigt, in welchem Fall S alles zeigt, insbesondere das, was wir zeigen wollen. Und in dem Fall, dass die Prüffunktion aus externer Sicht wirklich hier immer 0 zurückgibt, können wir diesen Umstand jetzt nun auch intern beweisen. Es sieht erst sehr schwer aus, weil wie wollen wir denn etwas für alle Zahlen b Doppelpunkt n beweisen aus interner Sicht? Wer weiß, welche Axiome die Theorie noch hat und so, keine Ahnung, ja. Aber es stellt sich eben raus, mit dem Lemma, was hier in Gelb angeschrieben war, sofern es nur um Zahlen geht, die kleiner gleich wie ein gewisses Numeral sind, ist diese Allaussage äquivalent zu einfach einer mehrfach wiederholten Konjunktion. Und wir können jeden einzelnen dieser Konjunkte explizit nachweisen. Da geht wieder ein, dass IQ auch wirklich weiß für endliche Werte, was die Ergebnisse der Prüffunktion sind. Das war Teil der Definition der Darstellbarkeit. Das Lemma hier gibt es noch in der Variante für es gibt. Die Aussage, es gibt einen W aus n, sodass W kleiner gleich z ist und Alpha gilt, ist äquivalent zu der Disjunktion von all diesen Sachen. Aber sonst gibt es keine Lemmata in dieser Art. Zum Beispiel gilt nicht Folgendes. Ich kann hier nicht größer gleich z unterstrichen schreiben und dann halt hier mit und Punkt, Punkt, Punkt immer weitermachen und nicht aufhören. Das geht aus zwei Gründen nicht. Erstens, unendliche Formeln sind nicht möglich in formalen Systemen, wie wir sie definiert haben. Zweitens, das würde noch nicht mal genügen. Auch wenn wir das jetzt irgendwie erlauben würden, würde das nicht genügen. Denn hier würden wir, wenn wir mit und Punkt, Punkt immer so weitermachen, würden wir immer nur konkrete natürliche Zahlen einsetzen. Es ist aber so, dass zwar unsere Hoffnung bei diesem ganzen Krams die ist, dass so ein formales System genau die natürlichen Zahlen einfängt. Das wird aber nie möglich sein. Es wird immer auch Modelle geben von diesen Systemen, die exotische Zahlenstrahle einfangen, die mit dem normalen Zahlenstrahl anfangen, 0, 1, 2, 3, 4, Punkt, Punkt, Punkt. Und irgendwann später wird aber eine Zahl Omega kommen. Und weil Omega nicht 0 ist, hat sie einen Vorgänger, Omega minus 1. Außerdem hat sie einen Nachfolger S von Omega und so weiter. Und dann entwickeln sich da nochmal komische Bonuszahlenstrahls. Und also wenn schon, dann müssten wir hier mit und weiterschreiben und auch die Nicht-Standardzahlen, so heißen die, noch dazu schreiben. Was aber wirklich die Nicht-Standardzahlen sind, das hängt vom konkreten Modell ab.
eine Theorie selbst hat nicht Standard und Nichtzahlen ist Standardzahlen oder so, das ist eine Theorie selbst einfach nur nicht mächtig genug, um überhaupt über den Unterschied zu reden. Und daher ist wirklich nicht klar, was man hier sonst hinschreiben sollte. Aber eben für das Kleinergleich, für initiale Segmente beschränkt durch einen Numeral, gibt es keinen Unterschied zwischen interner All- oder Existenzkonjugation und einer langen Konjunktion oder Disjunktion. Kann man folgende Aussage zeigen? Ja. B kleiner gleich Z Unterstrich, genau ja. Dann, wenn B gleich 0 oder ja. Ja. Ja, genau. Man kann folgende Aussage zeigen. Ja, ja, genau, genau. Hätte ich vielleicht auch so formulieren sollen. Man kann zeigen, also IQ zeigt für alle W aus N ist die Aussage W kleiner gleich Z unterstrichen äquivalent zu W gleich 0 oder W gleich 1 oder bis W gleich Z. Also ihr müsst es halt einmal kurz machen mit Induktion über Z aus externer Sicht. Ich habe jetzt Lust, schnell Gödel 3 zu beweisen. Gödel 3 geht ganz schnell. Beweis von Gödel 3. Wie gesagt, ich nehme nicht an, dass das Standardbezeichnung ist. Aber ich finde das ganz passend, weil eben Gödel 3 aus Gödel 2 genauso hervorgeht wie Gödel 2 aus Gödel 1. Vielleicht noch ein Fun Fact am Rande. Gödel in seiner Originalarbeit, die wie gesagt extrem gut lesbar ist, weil er keine Voraussetzung über mathematische Logik voraussetzt, weil es damals noch nicht mathematische Logik gab, schreibt am Ende von seiner Arbeit, dass man eben den Beweis internalisieren könnte, um damit Gödel 2 zu zeigen und dass Details in einer späteren Arbeit nachgereicht werden. Er hat diese spätere Arbeit nie nachgereicht. Braucht er auch nicht, weil jeder, der eben Gödel 1 verstanden hatte, und verstanden hatte, wie das funktioniert, konnte selbst den Beweis von Gödel 2 führen, so wie wir das letztes Mal gemacht haben. Okay, lasst uns Gödel 3 beweisen. Sei S ein System wie Gödel 2, also ein System wie in Gödel 1, aber zusätzlich diese HBL-Bedingungen erfüllt, über das Beweisbarkeitsprädikat. Das führt dazu, dass man gewisse Argumente, die man hier informal gemacht hat, irgendwie S zeigt die Implikation und S zeigt den Vordersatz Implikation, daher zeigt S auch den Hintersatz, dass man die auch intern nachmachen kann. Und dann können wir super schnell das da folgen. Machen wir das. So, wir sahen in Gödel 2, lass mich nur drauf schauen, wie ich die Negation mache. Wir sahen, S ist inkonsistent, genau dann, wenn S seine Konsistenz beweist. Den Beweis dieses Sachverhalts, der letztes Mal geführt wurde, könnten wir formalisieren. Hier gehen die HBL-Bedingungen ein in die Aussage, dass wir das formalisieren könnten. Ja? Dank der HBL-Bedingungen. Und was wäre das Ergebnis davon? Das Ergebnis wäre davon, dass wir nicht nur wüssten, dass das stimmt, was da oben steht, sondern auch, dass S das beweist. Ich muss mir jetzt nur ein kleines bisschen mehr Mühe geben, das aufzuschreiben, weil das Wort inkonsistent ist ein deutsches Wort. Das ist nicht Teil der Bestandteil der Sprache von S. Statt inkonsistent muss ich hinschreiben, das da. Und statt dem hinten muss ich nachweisen, muss ich formulieren, das da. Das ist einfach die Übersetzung in eine formale Sprache, eine Sprache, die nur natürliche Zahlen zur Verfügung hat, von dem da oben. So, und jetzt will ich auf beiden Seiten hier noch ein Negationszeichen dazu schreiben. Das ist ein auch dann völlig gerechtfertigter Schritt, wenn S nicht klassische Logik unterstützt.
dann haben wir hier nicht provable bottom. Genau dann, wenn nicht provable Konsistenz. So. Und jetzt sind wir fertig, denn das da, diese Formel, das war, wie wir Con von S definiert hatten. Con von S drückt aus, dass es nicht der Fall ist, dass Bottom ableitbar ist. Jetzt sehen wir also, dass S zeigt, dass der Satz Con von S äquivalent zur Behauptung ist, dass er nicht beweisbar ist. Und jetzt kennt ihr also auch ein konkretes, nicht konstruiertes Beispiel für eine Formel, die ihre eigene Unbeweisbarkeit behauptet. Das war's schon. Ich will jetzt noch ein Theorem anschreiben und dann über positive Aspekte von Gödel reden. Das ist Loebs Theorem. Ihr werdet das beweisen als Übungsaufgabe. Es macht Spaß, das zu beweisen. Und es besagt das Folgende. Sei S wie in Gödel 1. Lass mich überlegen, was ihr braucht. Ja, ihr braucht nur Gödel 1. Dann gilt Folgendes. In Gödel 2. Ja, du hast recht. So. Ich gebe euch mal ganz kurz ein Korrelat daraus. Nehmt mal bitte für Phi Bottom. Phi darf hier jede Formel von S sein. Aber nehmt jetzt mal für Phi Bottom. Impliziert Bottom, da gibt es noch eine Kurzschreibweise für, nämlich einfach das Nicht-Zeichen davor setzen. So. Dann habt ihr wieder Gödel 2. Hier rechts steht, S ist inkonsistent. Hier links steht, S glaubt, konsistent zu sein. Also Korrelat, das erhält man, wenn man hier in diesem Theorem für Phi Bottom einsetzt. Ich will nur kurz sagen, also der Beweis davon ist, macht wirklich Spaß, ist einfach der Tipp dazu, wie man das Diagonalisierungslemma richtig anwendet, ist angegeben auf dem Übungsblatt. Ich will nur kurz sagen, wie man das interpretieren kann. Dazu gibt es nämlich drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, das Theorem behauptet, du musst nur an dich glauben, dann funktioniert es auch. In folgendem Sinne, ihr wollt eine Aktion schaffen, nämlich die Aktion, Phi zu beweisen. Hier steht, was dazu genügt. Es genügt, im Glaube, dass das möglich ist, Phi zu beweisen. Dann schafft man es auch wirklich. Eine andere Interpretation von dem Theorem lautet, Glaube an dich selbst hilft überhaupt nicht. Denn, angenommen, ich schaffe viel zu beweisen im Glauben an mich selbst, im Glauben, dass ich es hinkriegen werde, das zu schaffen, dann hätte ich viel auch ohne den Glauben an mich selbst beweisen können. Und eine dritte Interpretation von dem Theorem besagt, es misstraut sich selbst zu 100%. Aus der Sicht von S ist die Zusatzvoraussetzung, dass Phi beweisbar ist in S, keinen Deut wert. Diese Zusatzvoraussetzung, woran erkenne ich das? Weil die Zusatzvoraussetzung mir nichts bringt. Genau dann kann ich unter der Zusatzvoraussetzung Phi beweisen, wenn ich es ohne sie könnte. Aus externer Sicht kann S ein System sein wie HA, von dem alle glauben, dass es konsistent ist. Aber intern
checkt das HA nicht. Die Voraussetzung, dass eine Formel beweisbar ist, hilft nichts. Ihr könnt sie gerne dazu nehmen zu euren Beweisen. Sie wird euch niemals was bringen. Also sie wird niemals dazu führen, dass ihr nur eine schwächere Behauptung zeigt. Sie wird immer dazu führen, dass ihr dieselbe Behauptung zeigt. Okay, dann lasst uns mal ein bisschen noch reflektieren über Gödel und lasst auch da ein bisschen ein Kontrastprogramm starten. Also Gödel 1 sagt halt, es gibt wahre Aussagen, die nicht beweisbar sind, entweder roh oder nicht roh. Eine von denen ist sicherlich wahr in irgendeinem Sinne, aber nicht beweisbar. Das klingt traurig. Und Gödel 2 sagt eben, ein System kann genau dann seine Konsistenz beweisen, wenn es selbst inkonsistent ist. Lasst uns jetzt mal irgendwie positivere Aspekte herausheben. Genau, vorher nur noch eine Anmerkung. Ich will, dass ihr ein paar Beispiele für Sätze kennt, die in irgendeinem Metasinn wahr sind, aber nicht beweisbar. Einer ist das Gamma vom letzten Mal. Ein anderer ist das Rho von heute. Das sind aber beides konstruierte Sätze. Weniger konstruierte Sätze sind zum Beispiel folgende. Die Konsistenz eines Systems. Wenn wir glauben, dass das System konsistent ist, dann ist das eine wahre Aussage, aber das System kann sie auf jeden Fall nicht beweisen. Das war Gegenstand von Gödel 2. Andere Aussagen, die in irgendeinem Sinne wahr sind, aber nicht beweisbar sind, beim Kampf von Herkules gegen Hydra gewinnt immer Herkules. Wir haben gesehen, dafür braucht man die Transfinitfunktion bis Epsilon 0, um das zu zeigen. PA hat das nicht. PA weiß nicht, ob das stimmt. PA könnte es übrigens für jede, ich glaube, PA könnte es für jede konkrete Hydra beweisen, aber nicht für alle Hydras. Anderes Beispiel ist das Kruskal-Baum-Theorem, das ihr alle kennt, weil ihr schaut alle Numberphile und überweist Tau Dollar jeden Monat an Numberphile. Da gab es noch vor kurzem dieses legendäre Video zu Tri von 3. Tri von 1 ist irgendwie eine ganz, ganz kleine Zahl, einstellig. Tri von 2 ist auch eine einstellige Zahl und Tri von 3 ist eine Zahl, die unbeschreibbar groß ist. Deutlich größer als die Ackermann-Funktion als die, oder als Graham's Number oder sowas, ja. Tri von 3, die Existenz der Zahl Tri von 3 beruht auf einem Lemma, dass wenn man eine Folge von Bäumen hinschreibt, wobei es immer irgendwie so ist, dass ein Baum, der weiter links in der Liste kommt, enthalten ist, in einem gewissen konkret definierten Sinne, in einem Baum, der weiter rechts in der Liste steht, dass so eine Liste nicht unendlich lang weitergehen kann, sondern eine gewisse Maximallänge hat. Egal wie man sich anstrengt, diesen Fall, dass ein Baum vorher einbettbar ist, ein Baum später zu vermeiden, es wird irgendwann ein Ende haben. Und wie lange man eben maximal das machen kann, das ist Tri von 3. Für den Fall, dass die Blätter von diesen Bäumen 3 Zahlen beinhalten dürfen, nämlich 1, 2 und 3. Gut. Kann man in ZFC problemlos beweisen? Kann man auch an Arithmetik zweiter Ordnung beweisen, aber kann man nicht in Arithmetik erster Ordnung beweisen. Kann man nicht in PA oder sowas beweisen. Wenn ihr aber diese anderen Prinzipien akzeptiert, dann ist es eine wahre Aussage, die PA nicht zeigt. Und das letzte sind diese Gutstein-Sequenzen, die ich schon mal kurz erwähnt habe. Bitte googelt einfach danach. Sehr, sehr einfach zu verstehen. Ich will jetzt keine Zeit damit verlieren, so ein Zahlenbeispiel an die Tafel zu schreiben. Das sind Folgen, die bei einer Zahl starten, egal welcher. Natürlich, sie enden irgendwann auf 0, aber wer weiß, ob das wirklich stimmt. ZFC zeigt das halt. Ja. PA kann das nicht zeigen. Okay, also das ist dazu. Lasst uns jetzt zu den positiven Aspekten kommen. Bemerkung, es gibt durchaus vollständige und vermutlich konsistente formale Systeme. Ich sage das vermutlich nur, um ganz, ganz korrekt zu sein. Das sage ich in demselben Sinne, wie wenn, dass ich sage, vermutlich ist PA-Arithmetik konsistent. Ja, also die sind schon konsistent. Aber ich kann keinen finitistischen Beweis davon führen. Okay, das sind zum Beispiel
Pressburger Arithmetik. So, was ist Pressburger Arithmetik? Das ist dasselbe wie PA mit dem vollen Induktionsaxiom, aber in der Signatur der Sprache erlaubt man nicht die Multiplikation, nur Addition. Man kann damit zum Beispiel nicht mehr ausdrücken, irgendwie Primfaktor zu legen oder so. Aber man kann auch ausdrücken, dass eine Zahl gerade ist. Das kann ich auch ohne Multiplikation formulieren, indem ich nämlich sage, es gibt eine Zahl y, sodass x, die Zahl, um die es geht, gleich y plus y ist. Jetzt habe ich das ohne Multiplikation ausgedrückt. Pressburger Arithmetik ist vollständig und sogar entscheidbar. Entscheidbar bedeutet, es gibt ein ganz konkret umsetzbares Verfahren. Es braucht eventuell extrem lange, aber es gibt das Verfahren und in einfachen Fällen kann man das auch verwenden. Sodass man für jede Formel Phi herausfindet, ob das System nun Phi zeigt oder nicht Phi. Wer hat das bewiesen, dass das geht? Das war, ich will nur die Lebensdaten raussuchen. Das war Mojzsesz Pressburger. Ich habe den Zettel nicht mehr da. Der hat das bewiesen, als er 25 Jahre alt war. Wieder ein kleiner Diss. Und es gibt noch eine traurige Sache zu dieser Story, nämlich er ist geboren 1903, er starb 1945 und zwar höchstwahrscheinlich in dem Konzentrationslager der Deutschen, weil er Jude war. Wäre gespannt gewesen, was er noch alles hätte beweisen können. So, dann gibt es ACF0 und ACFP für jede Primzahl P. Und das will ich gleich noch ein Stückchen genauer untersuchen. ACF0, das ist die Theorie der algebraisch abgeschlossenen Körper der Charakteristik 0. Algebraically closed fields. Ja? Die Signatur von denen hat eine Sorte groß K für den Körper, um den es geht. Und ansonsten die Sprache von Ringen, also eine Konstante 0, 1, plus, minus und mal. Und als Axiome hat es die Ringaxiome. Dann ein Körperaxiom, und zwar dieses hier. Für alle x gilt, x ist 0 oder es gibt ein y, sodass xy gleich 1 ist. Und dann noch das Axiom, dass es algebraisch abgeschlossen ist. Also sowas wie für alle a0 bis an-1 gibt es ein x, sodass x hoch n plus an-1, x hoch n-1 und so weiter bis a0, sodass das erfüllt ist. Das ist je ein Axiom für jede Zahl n größer gleich 1. Das ist ein Axiomenschema. Gut, und im Fall von ACF0 noch ein Axiom, dass 1 ungleich 0 ist und ein Axiom, dass 1 plus 1 ungleich 0 ist und 1 plus 1 plus 1 ungleich 0 und so weiter. Je ein Axiom für jede externe Anzahl Summanden, die ich da hinschreiben kann. In ACFP hat man andere Axiome, da hat man auch 1 ungleich 0. Aber ansonsten einfach das Axiom, dass wenn man p mal die 1 hingeschrieben hat mit Plus, dass dann 0 rauskommt. Okay, und diese Theorien sind vollständig und auch wieder entscheidbar. Das heißt, für jede Formel, die in der Sprache von einer dieser Theorien formuliert ist, kann man in endlicher Zeit mechanisch herausfinden, ob die Formel beweisbar ist oder nicht. Gewissermaßen sind also alle Theoreme, die nur in dieser Sprache fasst sind, trivial. Und es wird noch schöne Konsequenzen haben, die ich euch gleich noch anzeigen. Anderes Beispiel wäre noch Tarskys Axiomatisierung von euklidischer Geometrie in der Ebene, ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Also wenn ihr eine Aufgabe habt, wie damals im G9 noch, wo man irgendwas beweisen sollte mit Dreiecken, ja, Mittelsenkrechten schneiden sich in dem und dem Punkt und so Zeug. Wenn man das schafft, wirklich genau in der Sprache zu formulieren, und die Sprache ist auch wirklich so gemacht, dass man quasi jeden Satz aus Euklids Elementen darin formulieren kann,
dann ist es eine Trivialität wieder, herauszufinden, ob das stimmt oder nicht. Trivialität im Sinne von, es gibt ein Computerprogramm, was das sagt. Das Computerprogramm hat leider doppelt exponentielle Laufzeit. Aber zumindest braucht man keine, also braucht man nicht mehr wirklich Kreativität. Das ist irgendwie in irgendeinem Sinne ein gelöstes Problem. Eine ganz kurze Anmerkung noch. Für Fans wirklich von den Klassikern. Es gibt Leute, wie zum Beispiel André Rudin, die sagen, dass Tarskys Axiomatisierung von Euklids Werk, den Elementen, nicht eine ganz getreue Umsetzung ist. Nicht, weil irgendwie logisch was falsch wäre oder sowas, das passt schon, sondern deswegen, weil Tarski so ein bisschen darauf abgeht, alles propositional zu formulieren. Also zum Beispiel das Axiom, das durch das Geradenaxiom, ja, dass man je zwei Punkte zu einer Gerade verbinden kann, das formuliert Tarski so: Zu je zwei Punkten gibt es eine Gerade, sodass beide Punkte auf der Geraden liegen. Und Euklid hätte eher gesagt, zu je zwei Punkten kann man eine Gerade konstruieren, auf denen die beiden Punkte liegen. Das ist ein kleiner Bedeutungsunterschied. Und André Rudin argumentiert sehr, sehr überzeugend dafür, dass Tarskys Axiomatisierung daher ein kleines bisschen eine Fehlentdeutung von Euklid darstellt. Hat keine Konsequenz jetzt auf das Resultat hier, aber sollte man so im Hinterkopf bewahren. Und es ist möglich, näher Euklids ursprüngliche Sprache zu formalisieren mit Typentheorie. Lasst mich euch zeigen, was cool daran ist, wenn ACF vollständig ist. Wir beweisen ein Theorem. Das Theorem von Ax und Grothendieck. Das sagt, sei f von c nach c hoch n nach c hoch n eine Polynomfunktion. Ja, in mehreren Variablen mit mehreren Ergebnissen. Sei f injektiv als Funktion. Dann ist f auch surjektiv. Beweis. Also wenn ihr wollt, denkt kurz drüber nach oder sowas. Ihr werdet merken, per Hand kriegt ihr das nicht hin. Ja? Aber es geht wie folgt. Die Behauptung ist trivial im Fall endlicher Körper. Statt im Fall C. Wenn wir die in der Formulierung des Theorems C durch einen endlichen Körper setzen würden, egal welchen, dann wäre die Behauptung trivial. Einfacher aus dem Grund, den man am ersten Tag des Brückenkurses lernt. Wenn man eine Abbildung hat von Mengen zwischen zwei Mengen, die endlich sind und gleich groß haben, dann ist diese Abbildung genau dann injektiv, wenn sie surjektiv ist. Daraus folgt mehr oder weniger sofort die Behauptung für die Fälle fp quer, p prim. Fp quer ist ein algebraischer Abschluss von fp. Ich sage ein und nicht der, weil der algebraische Abschluss ist nur eindeutig bis auf uneindeutige Isomorphie. Ganz, ganz grob, wie geht das? Das ist wirklich nichts Schweres, das ist nur eine Sache aus der Algebra. Wenn ihr so eine Polynomfunktion habt, von eben fp quer hoch n nach fp quer hoch n, und ihr wollt jetzt zeigen, dass der surjektiv ist, dann nehmt ihr euch also irgendein Element aus dem Ziel heraus. Das ist ein Tupel. Und dann betrachtet ihr den Unterkörper von fp quer, der erzeugt wird von folgenden Elementen. Zum einen den Einträgen in diesem Tupel und zum anderen den Polynomkoeffizienten. Das wird dann ein endlicher Unterkörper sein von fp quer, weil alle Elemente endlich sind.
Dann kann ich die Funktion einschränken auf diesen endlichen Körper. Dann bin ich im trivialen Fall, weiß, es gibt ein Urbild und das ist halt auch ein Urbild, was insbesondere wieder in FP quer liegt. Gut. Mit Logik, mit mathematischer Logik folgt die Behauptung damit für C. Wie geht das? So. Wir haben, dass die Theorie ACF0, algebraisch abgeschlossen Körper mit Charakteristik 0, zeigt, entweder zeigt sie, für jedes y gibt es ein x, sodass f von xy ist. Und lasst mich hier noch ein für alle f einfügen. Und lasst mich noch mehr einfügen. Tut mir leid. Sie zeigt für alle f, falls f injektiv ist, wissen wir, dass für alle y ein x existiert, so dass f von x durch y ist. Sie zeigt das da. Oder ACF0 zeigt die Negation von der ganzen Formel, die da steht. Das macht die Vollständigkeit von ACF0. Wie ist das genau zu interpretieren? Also hier setze ich ein x ein, aber f könnte mehrere Variablen haben, deswegen meine ich eigentlich x-Vektor, ja, x1 bis xn. Was meine ich mit injektiv? Mit injektiv meine ich, bitte schreibt da die normale offizielle Definition von Injektivität hin, die ich jetzt nur zur Folge hinzuschreiben. Was meine ich mit für alle f? ACF0 kann ich über Funktionen quantifizieren oder sowas. Was ich meine ist, für jede externe natürliche Zahl d, die den Gesamtgrad von f angeben soll, will ich jeweils Folgendes machen für alle und jetzt a0, a1, a2, a3, so viele Variablennamen, wie ich Koeffizienten brauche, um mein Polynom da zu füllen. Und y ist übrigens auch ein Vektor, gell? Gut, jedenfalls haben wir das oder das. Sollten wir das haben, ja, dann stimmt das also für alle algebraisch abgeschlossenen Körper der Charakteristik 0. Insbesondere stimmt es für C. Ja? Dann sind wir fertig. Und jetzt schauen wir uns das an. Angenommen, es gibt einen Beweis, allein aus den Axiomen von ACF0, dass dem eben nicht so ist. Dann ginge diesen Beweis eventuell an mehreren Stellen ein, dass die Charakteristik wirklich 0 ist. Also diese Axiome gingen an mehreren Stellen ein. Aber der Beweis hat eine endliche Länge. Also ging diese Art von Axiomen nur endlich oft ein. Und sie ging irgendwann ein höchstes Mal ein, eins mit der meisten Anzahl von Summanden. Nennen wir diese Anzahl Summanden groß n. Das bedeutet aber, der Beweis wäre genauso durchgegangen, wenn wir nicht vorausgesetzt hätten, dass die Charakteristik 0 ist, sondern nur, wenn wir vorausgesetzt hätten, dass sie mehr als n ist. Also zum Beispiel irgendeine Primzahl, die mehr als n ist. Gut. Das heißt, wenn wir das wüssten, dann wüssten wir auch, ACFP zeigt genau dasselbe für eine Primzahl p. Und sogar für alle Primzahlen p ab einer gewissen Schranke. Wenn wir das wüssten, dann wüssten wir auch, diese Aussage, die Negation von der Aussage, gilt in fp quer. Wir wissen aber, dem ist nicht so. Also kann der rechte Fall nicht eintreten, also bleibt der linke Fall. Und das ist doch eine ganz nette Anwendung von Vollständigkeit. Bleibt die Frage, wie man Vollständigkeit zeigt. Ist auch nicht so schwierig. Alle, die es interessiert, können gleich vor mir kommen. Das, wenn man es sich aufs Wesentliche beschränkt, sind das 50 Zeilen. Will ich jetzt aber nicht mehr anschreiben. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.